Ein erster Gedenkort in der Wiener Innenstadt für die tote Hausärztin Lisa Maria Kellermeier. Am Freitag wurde sie tot in ihrer Praxis gefunden. Die Polizei schließt Fremdverschulden aus. Kellermeier hatte sich für die Corona-Impfung stark gemacht und daraufhin Morddrohungen erhalten. Noch im Januar liest sie auf einem Dreh aus dieser Mail vor. Hallo, du dummes Stück Scheiße. Du kannst dir gerne mit Anwälten drohen, aber kriegen werdet ihr mich sowieso nicht. Stattdessen habe ich nun beschlossen, dich zu kriegen. Wenn ich schon einmal dabei bin, werde ich aber selbstverständlich alle anderen Mitarbeiter deiner Praxis auch abschlachten. Kellermeier fühlte sich von den Behörden nicht ausreichend geschützt. Ihre Praxis ließ sie selbst mit Panikknöpfen aufrüsten. Dieser bewaffnete Sicherheitsmann stand zuletzt dauernd vor der Tür. Die Szene der Corona-Leugner und Impfgegner in Österreich habe sich radikalisiert und sei sehr gewaltbereit. So die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel. Auch sie bekommt regelmäßig Hassnachrichten. Bisher konnte die Polizei nie jemanden ausfindig machen. Das Behördenversagen war, dass sie Frau Dr. Kellermeier alles richtig gemacht hat. Sie hat um Hilfe gebeten, sie hat bei den richtigen Stellen um Hilfe gebeten. Sie hat sich an die Polizei gewandt und sie hat sich an ihre Standesvertretung gewandt. Und beide haben ihr öffentlich ausgerichtet, sie soll sich nicht so aufspielen, sie will sich nur wichtig machen. Für ein Interview stehen weder Polizei noch Innenministerium zur Verfügung. Heute Abend soll es auf dem Stephansplatz eine Gedenkveranstaltung geben. Das Land ist geschockt und gespalten.